Moin Moin und herzlich willkommen. Der ultimative Fußballskiller steht an. Das Rückspiel der Aufstiegsplayoffs. Feuer und Flamme für Holstein Kiel heißt unser Motto. Mein Name ist Andreas Geidel. Ich melde mich heute aus gegebenen Anlass vom Balkon des Rathauses. Und an meiner Seite steht natürlich der erste Fan der Stadt, Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer. Herr Kämpfer, in den letzten Tagen muss Ihr Herz ja vor Freude im Dreivierteltakt gehüpft haben mit Blick auf die Olympiakandidatur der THW auf europäischer Bühne, Holstein Kiel im nationalen Fokus und die Kieler Woche steht vor der Tür. Avanciert Kiel jetzt langsam zu Deutschlands Sporthauptstadt Nummer 1? Also zu Nummer 1 brauchen wir noch ein bisschen, aber wir sind ja schon eine tolle Sportstadt und die drei Themen sind ja genannt. Wobei, nur vor Freude hüpfe ich natürlich gerade nicht im Dreieck, wenn ich an das Final Four jetzt am Wochenende denke. Aber bei Olympia in der Tat läuft es bisher bestens, auch jetzt nach der Kandidatenwahl mit Hamburg ganz toll. Aber das ist sozusagen der lange Schuss. Aktuell geht es natürlich um Holstein und da drücke ich natürlich alle Daumen und werde auch selber in München. Ah, sehr schön. Sie geben auch das Stichwort. Wir nehmen mal oder hoffen mal, dass der Fall der Fälle der Beste eintritt. Was würde das denn imagemäßig und wirtschaftlich für die Stadt bedeuten? Also ich glaube, dass die Wahrnehmung von Holstein und von Kiel auch auf Bundesebene, zweite Liga, das wäre nochmal ein ganz großes Fund. Wir sind nicht nur einer von 10 Orten auf der Wetterkarte bei der Tagesschau, sondern solche Sachen sind natürlich klasse, wenn man in der Sportschau läuft und so weiter. Das kann man gar nicht in Gold aufwiegen. Und natürlich kommen dann, so habe ich mir sagen lassen, nicht 100, sondern 1000 Fans von den Gästen zu jedem Spiel und so weiter. Also auch wirtschaftlich ist das natürlich interessant. Interessant wird auch, wie kriegen wir das denn mit dem Stadionumbau, wie schnell geht das, wer bezahlt das und so weiter. Also das viele spannende Diskussionen, auch ein paar schwierige Diskussion, aber ich würde mir wünschen, dass wir diese Diskussion führen können in den nächsten Wochen. Das wünschen wir uns natürlich alle. Sie haben natürlich jetzt die Möglichkeit, Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind morgen selber im Stadion in München, haben jetzt nochmal die Möglichkeit, an die Mannschaft noch ein paar Worte zu richten, müssen nicht staatstragend sein, ein paar Aufmunterte würden es auch tun. Also ich drücke alle Daumen, ich werde mir auch mich heißer schreien in der Allianz Arena. Und ich finde, man hat am Freitag gesehen, es gibt nichts, wovor man Angst haben muss bei den Münchnern. Holstein hat in Dresden, in Münster, in Bielefeld gezeigt, dass sie vor großem Publikum, vor großen Mannschaften auswärts bestehen können. Wenn die Null steht hinten, dann schaffen wir das. Und toi, 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 ich drücke alle Daumen. Sehr schön. Eine letzte Frage muss ich natürlich stellen, die kann ich Ihnen nicht ersparen. Normalerweise stehen hier zu dieser Jahreszeit unten 15.000 oder 20.000 Menschen, wenn die THW-Handballer ihre Erfolge feiern. Steht den Fußballern im Fall der guten Fälle, der optimalen Fälle, der Rathausbalkon auch zur Verfügung? Also ich habe den schönsten Balkon von Kiel, da passt auch eine ganze Fußballmannschaft drauf, nicht nur eine Handballmannschaft wie der THW, wenn er hier feiert. Natürlich würde ich mich freuen, wenn der Holstein uns die Ehre erweist und hier mit uns gemeinsam feiert. Wenn das keine Motivation ist, weiß ich auch nicht mehr. Ich sage schön Dank, Herr Dritte Kämpfer. Danke. Wir müssen noch ein bisschen uns gedulden, nicht mehr lange ist es hin. Bis dahin ruhig bleiben, tranquilo bleiben und Daumen drücken. Und dann hoffen wir auf eine riesen Party, wenn es dann geklappt haben sollte. Bis dann und tschüss.